Hallo, willkommen auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video zeige ich euch zwei neue Produkte. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, geht es einmal um die Indefectible 24 Hours Matte Foundation von L'Oreal und den Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Und zwar zeige ich euch, wie sich beide Produkte auftragen lassen, wie die Deckkraft ist, was ihr vielleicht beachten solltet, wenn ihr die Produkte auch kaufen wollt, was zu der Farbauswahl und für welchen Hauttyp es sich eignet. Also, falls euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, die Indefectible 24 Hours Matte Foundation von L'Oreal ist relativ neu. Es gab vorher eine ähnliche Foundation von L'Oreal in Deutschland. Und zwar hat die, glaube ich, nur 12 Stunden mattes Finish versprochen. Und dann wurde die Formulierung, glaube ich, international angepasst. Also jetzt sehen die Verpackungen auch aus wie zum Beispiel in den USA. Die verspricht, langanhaltend zu sein und die Haut matt zu halten. Das ist also wahrscheinlich eher nicht für trockene Haut geeignet. Da werden trockene Stellen wahrscheinlich eher betont. Und zu der Farbauswahl kann ich sagen, es gibt eine relativ geringe Farbauswahl meiner Meinung nach, vor allem für helle Hauttypen. Also ich habe jetzt Nummer 12 Natural Rose, was die hellste Stufe ist. Und wenn jetzt nicht gerade Sommer wäre, dann wäre es auf jeden Fall viel zu dunkel für mich und ich muss es auf jeden Fall auch zum Hals runterblenden, damit es nicht zu dunkel aussieht. Aber da ich das schon bei vielen anderen YouTubern gesehen habe, dieses Make-up, wollte ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und ich habe es jetzt 2-3 Mal getragen und bin auch mit dem Tragegefühl ziemlich zufrieden. Ich trage es mit einem feuchten Beautyblender auf. Ich habe meine Haut bereits eingecremt und Primer aufgetragen. Ich trage ein bisschen was auf meinen Handrücken auf und arbeite das dann mit meinem feuchten Beautyblender ein. So, ich habe alles verblendet. Ich hoffe, dass ihr das in dem Licht gut sehen könnt. Also ich muss sagen, dass die Deckkraft schon sehr gut ist. Man sieht kaum noch Unreinheiten oder Rötung. Also ganz bisschen scheint es hier noch durch. Aber dadurch sieht es halt auch nicht maskenhaft aus, sondern eher natürlich. Und ich habe es schon mal vorher versucht, mit einem Pinsel aufzutragen. Da fand ich, das sieht ein bisschen zu cakey aus, deswegen trage ich es mit einem Beautyblender auf. Das Finish gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zoome euch mal ein bisschen ran und dann hoffe ich, dass ihr das sehr gut sehen könnt. Also hier sieht man immer noch ein paar Unreinheiten. Ansonsten verbindet sich die Foundation sehr gut mit der Haut. So, jetzt kommen wir zum Naked Skin Concealer von Urban Decay. Der verspricht, sich sehr, sehr leicht auf der Haut anzufühlen und sich nicht in die Fältchen abzusetzen. Und dazu soll es noch eine hohe Deckkraft sein. Ich habe den in der Farbe Light Warm. Es gibt noch einen helleren Ton. Ich habe den aber im Laden geswatcht und fand den ein bisschen zu hell. Deswegen habe ich mich für diesen Light Warm entschieden, vor allem mit der Verbindung zu dem Indefectible Make-up von L'Oreal. Und auch diesen Concealer habe ich bei anderen YouTubern gesehen und musste es unbedingt ausprobieren, weil ich immer die Schwierigkeiten habe, dass sich die Concealer hier in den Fältchen absetzen. Probieren wir es mal aus. Also der hat so einen Stabapplikator und das Ende hier ist flexibel. Das heißt, es passt sich an eure Gesichtsform oder an eure Unteraugenform an. Also der Farbton ist sehr, sehr gut für mich. Und dieser Applikator gibt auf jeden Fall auch genug Produkt ab. Auch das trage ich mit meinem feuchten Beautyblender auf.
Also mit der Farbe bin ich total zufrieden. Also die Deckkraft finde ich auch gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie totale Deckkraft ist, sondern eher mittlere Deckkraft. Was ich aber eigentlich ganz gut finde, dadurch sieht man halt auch nicht so vollgekleistert aus. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das sehr schnell settet, das Produkt. Das heißt, dass man gar nicht unbedingt Puder auftragen muss. Ich nehme jetzt aber trotzdem ein bisschen losen Puder von Manhattan und trage das mit meinem Beauty Blender unter die Augen auf. So, ich hole euch noch mal ein bisschen näher dran und dann könnt ihr hoffentlich sehen, wie sich das Produkt unter den Augen verhält. So, also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es hat sehr schön hier die blauen Augenschatten abgedeckt. Und es setzt sich nicht in die Fältchen ab bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe ihn schon mal einmal ausprobiert und hat er wirklich den ganzen Tag gehalten. Vor allem, wenn man es mit einem Puder fixiert. Ich werde nun auch das restliche Gesicht mit Puder fixieren. Dafür nehme ich von MAC das Mineralize Skin Finish Natural in Medium. Einfach um zu sehen, ob das Make-up immer noch natürlich aussieht, wenn man es abgepudert hat. Für die Leute unter euch, die sehr, sehr fettige Haut haben, vor allem im Sommer und auch wenn man schwitzt, ist es immer besser, das Make-up zu setten, auch wenn man das Gefühl hat, dass es schon sehr, sehr matt und sehr, sehr puderig ist. So, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit beiden Produkten. Wie man sieht, ist die Foundation sehr, sehr schön matt. Der Concealer hat die perfekte Farbe und deckt auch meiner Meinung nach genug ab. Ich würde euch aber empfehlen, auf jeden Fall die beiden Produkte auszuprobieren. Ich bin total begeistert und dankbar, dass andere YouTuber das mir empfohlen haben. Zum Preis muss ich sagen, die Foundation von L'Oréal hat 12 oder 13 Euro bei DM gekostet. Und den Naked Skin Concealer von Urban Decay habe ich für 23 Euro bei Douglas gekauft. Allerdings gibt es ja meistens irgendwie einen 5-Euro-Gutschein, den man online einsetzen kann. Ich gebe immer einfach bei Google ein Rabattcode Douglas und dann finde ich eigentlich immer was. Ich bin total zufrieden mit diesen Sachen, wenn sie nun auch noch den ganzen Tag halten. Dann kann ich es wirklich absolut empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesen beiden Produkten habt oder irgendwelche Vorschläge für andere Videos, dann lasst sie mir doch unten in den Kommentaren da. Ansonsten abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!